Im Sommer wird in den USA 50 Jahre Woodstock gefeiert. Und am Dienstag wurden in New York schon mal die ersten großen Namen der Künstler bekannt gegeben, die als Headliner eingeplant sind. Darunter zum Beispiel Jay-Z, The Killers, Miley Cyrus und die Black Keys. Der Produzent vor 50 Jahren war bereits Michael Lang, der auch im Sommer 2019 wieder als solcher mit dabei ist. Ich glaube, dass die Themen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, genauso dringend sind wie damals. Einige davon hatten wir bereits schon. Unser großes Thema war die Bürgerrechtsbewegung und die Dinge entwickeln sich. Der erste Earth Day war im Jahr von Woodstock und die Sorgen um den Planeten und die Umwelt scheinen eine wachsende Besorgnis zu sein. Und die Leute achten immer mehr darauf. Aber manche Leute wurden auch irgendwie nachlässig. Und nun beschäftigen wir uns plötzlich wieder mit Themen wie der Black Lives Matter-Bewegung und der MeToo-Bewegung und protestieren wegen der zu laxen Waffengesetze. Damit hat das nun geplante Woodstock-Festival auch wieder, nach Meinung der Veranstalter, eine politische Mission. Das legendäre Festival fand 1969 drei Tage lang statt und galt als Höhepunkt und gleichzeitig Endpunkt der im Mainstream angekommenen Hippie-Bewegung in den USA. Das Event soll vom 16. bis zum 19. August in Watkins Glen, New York stattfinden. Der Kartenverkauf startet am 22. April.